Ich sitze heute hier mit einer Reisetasche, weil ich ein bisschen an Reisen denke. Und für jede Reise muss man ja wegfahren, zum Beispiel vom Hauptbahnhof. Und am Hauptbahnhof, da steht dieser große steinerne Marmorlöwe mit seiner Tafel Pax Tibi Marcus, also Friede dir Markus. Dieser steinerne Markuslöwe ist auch schon am Südbahnhof gestanden. Und er ist noch älter, er kommt vom alten Südbahnhof, der im Zweiten Weltkrieg dann zerstört worden ist. Warum? Weil vom Südbahnhof ist man auch nach Venedig gefahren. Und dort ist der Markuslöwe, weil ja die Markusbasilika, der Markusdom, auch dem heiligen Markus geweiht ist. Ja, heute feiern wir das Fest des heiligen Markus, des Evangelisten. Wir finden ihn auch in der Apostelgeschichte. Petrus, nachdem ihn wieder einmal ein Engel aus dem Gefängnis befreit hat, findet Zuflucht im Haus des Markus. Und der Markus wird dann sein engster Mitarbeiter. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie sie dann gemeinsam auch auf Missionsreisen sind. Und im Petrusbrief, da wird auch der Markus als Mitarbeiter erwähnt. Und, so berichtet die Legende, Petrus soll dann auch den Markus aufgefordert haben, so, und jetzt schreib mal auch das Evangelium, also fass mal auch die ganzen Berichte über Jesus Christus, seine Worte, seine Taten zusammen. Und damit hat er genau das gemacht, was wir auch im heutigen Evangelium lesen, wo Jesus dann, wir haben hier die Himmelfahrt, das ist Markus 16, 15 bis 20. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Der Apostel Markus, Apostel kann man ruhig auch sagen, weil er ja auch Verkündiger war, hat die frohe Botschaft verkündet, einerseits, indem er das Evangelium geschrieben, redigiert hat, andererseits aber auch durch viele Reisen, zum Beispiel Aquileia, Norditalien. Dort sagt man auch, dass die christliche Gemeinde, die große frühchristliche Basilika, wie wir sie heute sehen, auch letztendlich auf den Markus zurückgeht, der diese Gemeinde gegründet hat. Und so steht der Markus auch recht gut am Südbahnhof, der Markuslöwe auch recht gut am Südbahnhof, weil uns eben auch unsere Aufgabe zeigt, hinaus in die ganze Welt zu gehen und die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden.